Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Wie in der letzten Folge schon angesprochen, das Engineering-Team aus Holland hat uns geschlagen. Der Clankrieg ist gerade vorbei. Und oh graus. Ich glaube, ich muss euch nur die Ober- und 5 Base zeigen. Die sprechen Bände für diesen gesamten Clankrieg. Der Gegner war mit seinen 11, 12, ich glaube es waren 13 Elbern sehr hoch überlegen. Diese Elber waren dann auch noch so gut. Man sieht das hier oben. Das sind 5 Elber-Bases. Wenn ich hier unten runtergehe, ihr seht selber, die haben einen Stern nicht geschafft. Wir haben lange gewettert, ob sie die 75 packen, aber wir haben denn dennoch unser Konzept so ein bisschen gefunden. Gerade wenn wir auf solche Gegner treffen, werden wir demnächst, ich sage mal, ein bisschen höher angreifen, vielleicht ein bisschen was üben, aber erst, wenn wir wirklich absehen können, Leute, das wird überhaupt nichts, weil gegen solche Clans hier rennt man einfach gegen die Wand die ganze Zeit oder läuft irgendetwas hinterher und das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr. Aber nichtsdestotrotz, nächster Clankrieg wird kommen. Und wir haben auch noch andere Ziele, nämlich, dass wir 2 Bauarbeiter frei haben. Ich habe mir jetzt die Bauarbeiter freigelassen für diese Folge, denn so ein bisschen Krams kam hier ja doch rein. 351.000 und ein bisschen Dunkles. Ich brauche noch einen Stern für den 4-Sterne-Bonus, der im Moment Event ist. Und ihr seht selber, 2 Tage, 13 Stunden kann man den noch machen. Ich habe ihn heute noch gar nicht gemacht, weil ich keine Zeit hatte. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Gucken mal, dass wir relativ zügig einen guten Gegner finden mit relativ viel Gold, um die 800.000 abzuzwacken und dann vielleicht auch noch den Rest. Das heißt, mit 2-mal Farmen müsste ich eigentlich 5 Millionen zumindest für die nächste Kanone bekommen und das Dunkle für die Queen habe ich ja zusammen, aber ich würde sie jetzt gerne wenigstens noch einmal mitnehmen zum Farmen und dann legen wir die Queen auch eine Woche hin. Ich mache eine Woche, oh, da ist schon mal so jemand. Ich mache eine Woche CK-Pause und feiere dann mit euch meine Max Queen, wenn sie denn wieder erwacht. Wie sie auch erwacht, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja gerne freitags im CK dabei. Kann also sein, dass ich sie dann in 5 Tagen nochmal ganz, ganz leicht vorgame. Aber dann ist die hübsche Max und wir können ganz easy peasy mit unserer Queen, denke ich mal, zumindest so hier und da in den Clankriegen teilnehmen. Wie das sein wird, das wissen wir noch nicht. So, jetzt muss ich auch mal meine Clan-Truppis setzen. Bei so einem Dorf hier ist das schon ziemlich krass. Und wir springen hier ruhig mal rein. So, wir lassen hier die Kobolde mit reinlaufen. Mal gucken, wie weit wir hier mit unserer Truppe kommen. Hier hauen wir mal einen Boot rein. Ich meine, das ist eine Offline-Base, die kommt uns natürlich gerade recht. Kann man ja noch sagen. Und so, hier hinten hauen wir mal einen Fries rein, dass die Magier da nicht ganz so viel Schaden abkriegen. Und hier in der Mitte nochmal einen Wut rein, dass sie hier auch wieder rauskommen. So, da heilen wir einmal durch. Die Queen müssen wir einmal zünden, dass die uns so ein bisschen noch was wegmacht. Die Riesen sind noch vor den Kobolden. Die Queen ist noch gut dabei. Der King ist noch gut dabei. Oh, die Kobis rennen natürlich derbe vor, was jetzt ein bisschen doof ist. Aber die Queen ist jetzt tot. Okay, ist nicht so tragisch. Das sieht ganz gut aus. Zumindest haben wir die 2 Sterne. Das heißt, der Sternebonus ist uns hier sicher. Und ganz so viel ist ja von der Base jetzt auch wirklich nicht mehr über. Da ist jetzt noch der Magier. Den lassen wir jetzt noch sterben. Gut, das war nochmal ein guter Fight. Bringt uns richtig weit nach vorne. Und mit dem Bonus, glaube ich, sind das in jedem Fall schon die 5 Millionen, die wir brauchen.
Ich trainiere gleich mal nach. Ich glaube, ich nehme mal so eine Truppe hier mit. Die Zauber brauche ich nicht unbedingt gleich, aber ich wollte ja den Bonus abgleichen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier drin haben. 1, 2, ja, das passt gerade so. Okay, das holen wir da raus. Dann gucken wir mal hier oben die Kanone. Jawohl, 5 Stück, 5 Millionen. Die machen wir als erstes 6 Tage. Und die Queen habe ich schon umgelegt. Normalerweise liegt die Queen hier am Rathaus. Wenn ich sie baue, liegt sie hier hinten mit. Und mit dem zweiten Bauarbeiter geht die Queen auf Max Level. Super. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch einen Gegner. Und machen mal unsere Kobi-Strategie. Jetzt muss ich nicht unbedingt jeden Tag hier den Sternebonus einkassieren. Aber alle, ich weiß gar nicht, ich kann es glaube ich jetzt nochmal machen. Ansonsten kann man es ja nur einmal am Tag machen. Hat man es im laufenden Tag noch nicht ganz geschafft, kann sein, dass man es dann zweimal hintereinander machen kann. Weil quasi die nächste Runde schon läuft, also überläuft. Und wir hier ganz locker mit eigentlich einer relativ einfachen Armee unsere Sterne reinholen können. Da bin ich mir sicher, dass wir das auch nur mit dem König dann schaffen. Und die Truppe, die ich hier jetzt eher habe, das ist dann doch eher eine Verlierertruppe. Ich habe jetzt auch keine CB gefordert. Das muss ich nicht. Ich muss jetzt nur wieder ein bisschen Gold haben, um meine nächsten Sachen weiter abzugraden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch locker schaffen. In den nächsten Folgen habe ich eigentlich vor, über so ein paar grundlegende Dinge zu sprechen, so ein bisschen über die Zukunft zu sprechen, was es bei uns vor allen Dingen im Clan auf sich hat. So ein paar kleinere Veränderungen gab es, beziehungsweise wird es geben. Aber dazu komme ich, denke ich, mal in den nächsten Videos. Und das dauert hier im Moment ein bisschen zu lange, glaube ich. Ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube, den Gegner können wir mal mitnehmen, um ein bisschen flüssiger zu werden. Sonst habe ich gleich kein Gold mehr, um überhaupt hier die Suche zu machen. Wir hauen auch alle Truppen raus hier, weil wir keinen Helden haben. Und würde sagen, wir gehen hier beinhart mit unseren richtig vielen Riesen rein. So, alle Mauerbrecher gesetzt. Ich meine, wir müssen... Die werden eh bis zur nächsten Mauer durchrennen, schätze ich mal. Und, oh ja, die rennen tatsächlich bis fast zur Mitte durch. So, die Kobis sind hinterhergeschickt. Und dann hoffe ich, dass sich die Riesen so ein bisschen teilen hier. Das tun sie nicht, da muss ich sie hier mal ein bisschen reinspringen lassen gleich. Aber vielleicht holen sich die Kobolde ja das Rad raus. Das tun sie auch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. So, hier mal ein Heil rein. Ich kann euch jetzt alles verbraten, was wir an Zaubern haben. Das ist nicht ganz so schlimm. Im Moment, Elex sieht ja ganz gut aus, aber ich muss erstmal ein bisschen flüssig werden. Jetzt vom Gold her, den Zauber spare ich mir jetzt tatsächlich mal auf. Und wir haben 2 Sterne gekriegt. Der Sternebonus interessiert aber tatsächlich nicht. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich kann erst wieder in 4 Stunden und so ein paar Minuten fängt er bei mir wieder an. So lange bin ich denn doch nicht mehr wach. Und dementsprechend werden wir hier... Na, da ist noch ein Kobold. Ein Kobold reißt hier alles. Hol dir alles. Kobold, hol dir alles. Am besten noch das Lager, was jetzt genau bei den Riesen ist. Weil das ist noch so richtig schön pickepacke voll. Aber ich glaube, die sterben jetzt auch. Und der Kobold schafft dann nur noch das große Lager. Oh, da kommt ihm noch eine Bogenschützin zur Hilfe. Und, oh, die machen das noch. Ich will euch aber nicht 1,5 Minuten jetzt quälen. Und so viel kam dann da auch nicht mehr raus. Aber das nehmen wir mal so mit.
Und wir gucken mal, im Update sieht es jetzt ganz gut aus. Im Dorf, mein Tesla ist in einem Tag 17 Stunden fertig. Vorher werde ich auch gar nicht irgendwie auf die Millionen Gold kommen, die ich dann für den nächsten Archer Tower brauche. Der nächste Archer Tower würde dann laufen. Das wird dann dieser hier sein. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Bogenschützen, die Bogentürme nehmen hier überhaupt kein Ende. Aber einen habe ich im Bau, zwei muss ich noch machen. Und ich sehe dem Ganzen rosig entgegen. 6 Tage haben wir noch Forschung. Das heißt, wir können bestimmt mit dem einen oder anderen Bauarbeiter noch eine Mauer mit Elex machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und auch meine anderen Videos gefallen, dann lasst einfach ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder, wenn der Tote wieder clasht.